Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. Der ukrainische Präsident Zelensky möchte lieber heute als morgen Mitglied in der Europäischen Union werden. Nun, ich kann dies gut verstehen. Die Europäische Union, die streng genommen gar keine Union ist, zumindest keine politische, bietet aber dafür reichlich Geld und zwar richtig viel Kohle. Und woher kommt die viele Kohle? Nun, sie kommt vor allem aus Deutschland und dem Rest der noch wenigen Beitragszahler überhaupt. Der traurige Rest dieser verkommenen europäischen Mischpoke schweigt, zahlt nichts, hat auch nichts und zockt aus Brüssel ab, was nur irgendwie abzuzocken ist. Deutschland ist der Zahlmeister in Europa, doch Deutschland kommt so langsam an das Ende seiner Zahlungsfähigkeit. Noch ist es nicht ganz so weit, aber lange kann es nicht bedauern, dann gehen auch in Berlin die Lichter aus. Die schlauen Briten haben das gerade noch rechtzeitig gemerkt und sich beiseite aus dem Staube, sprich vom Acker gemacht, kassieren aber durch die Hintertür munter weiter und keiner sagt was dagegen. Deshalb wollen die Balkanstaaten und vor allem die Ukraine so schnell wie möglich in die EU aufgenommen werden, damit sie vom Rest der vorhandenen Kohle auch noch etwas ab- und mitbekommen. Ähnlich sehen es wohl auch die Polen, denn sie wollen ja unbedingt von Deutschland noch Reparationen für Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg haben. Es ist zum Lachen. Was sie allerdings aus der EU nach langen Jahren ihrer Mitgliedschaft so alles abgezockt haben, das verschweigen sie geflissentlich. Man spricht von etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr. Es sind Milliarden und die Jahr für Jahr... Ja, jetzt habe ich mich versorgt. Es sind Milliarden, ja. Die Jahr für Jahr bei diesen Beträgen ist der deutsche Steuerzahler mit von der Partie. Also nochmal, 10 Milliarden zocken die jedes Jahr ab und der deutsche Steuerzahler ist mit etwa 20 bis 25 Prozentpunkten mit dabei. So, jetzt haben wir es. Und da erdreistet sich diese polnische Bande, entschuldigen, dass ich die Kontenance verliere, die erdreisten sich von Deutschland Geld. Bei jedem Scheiß halten die Polen die Hand auf. Ja, wir sind ja die Hauptverlierer des Zweiten Weltkrieges. Ach Gottchen, nein. Ja, von den ehemaligen deutschen Staatsgebieten haben sie natürlich noch nie was gehört. Ne? Ach ja, komm. Apropos Polen. Und es geht ja munter so weiter. Und ein Ende der europäischen Abzockermentalität ist ja nicht zu Ende. Die Brüsseler EU-Bürokraten greifen, ja, und die sind im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen und genau genommen in die Taschen des deutschen Steuerzahlers. Sie wollen Jahr für Jahr immer mehr nationale Kompetenzen an sich reißen und sie unter den europäischen Habenichtsen verteilen. Zumindest so lange, wie noch Kohle da ist, wie noch etwas zu verteilen da ist. Und das ist ja gar nicht mehr so sicher. Die deutsche Bundesregierung hat sich, und so wie ich das sehe, und ich muss aus rein rechtlichen Gründen und rechtlicher Sicht und diesem Schutz meiner Person immer hinzufügen, in einer nicht mehr so verantwortbaren Art und Weise in den verhängnisvollen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hineinziehen lassen. Es wäre aus meiner Sicht der Dinge besser gewesen, sich aus diesem Konflikt komplett herauszuhalten und sich stattdessen lieber auf eine humanitäre Position zurückzuziehen. Und die katastrophalen Folgen dieser Politik werden von Tag zu Tag immer sichtbarer. Wir haben in Deutschland und Europa eine bislang noch nie dagewesene Inflation und viele alleinerziehende Arbeitslose und Rentner wissen inzwischen nicht mehr, was sie ihren Kindern und Angehörigen zum Essen auf den Tisch stellen sollen und wo sie das Geld für die inzwischen horrend teuren Lebensmittel eigentlich noch hernehmen sollen. Dies ist die traurige Lebenswirklichkeit in Deutschland, einem der angeblich reichsten Länder der Welt. Diese verdammte Ampelregierung soll der Teufel holen und zwar schnell. Sehr schnell. Ja, zum Teufel nochmal, haben wir Deutsche nicht genügend Unheil über die Welt gebracht? Zum Beispiel in der Ukraine und vor allem auch in Russland und in den Ländern und Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Und jetzt geht's munter weiter. Wollen Sie denn wieder dahin? Wollen Sie nochmal ein zweites Stalingrad erleben? Reicht es Ihnen noch nicht? Ach, ist doch zum Kotzen. Und der Herr Zelensky, dieser abgehalftere und ziemlich mittelmäßige Comedian aus der ukrainischen Provinz, was wollen er und seine geschasste Botschafter in Deutschland eigentlich erreichen? Den Dritten Weltkrieg? Das ist doch absurd! Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freundinnen, die meisten von Ihnen und euch wissen, dass ich nun wahrlich nicht zu den größten Fans eines gewissen Herrn Putin zähle. Das gilt auch für einen Herrn namens Trump. Aber man muss doch nüchtern und vielleicht auch ernüchtert feststellen, dass Russland nun mal eine Atommacht und uns militärisch und das in jeder Form überlegen ist. Aber mal ganz abgesehen davon, so wie ich das sehe,
geht es ja nicht mehr um Deutschland, Europa oder die Ukraine. Gut, in Sachen Europa sieht die Sache noch etwas anders aus. Am letzten Endes dreht sich die ganze traurige Geschichte doch nur um die Volksrepublik China, Russland und um die Vereinigten Staaten von Amerika. Will heißen, wer hat und wer wird das Rennen um die zukünftige Weltherrschaft gewinnen? Und so wie es aussieht, werden es nicht die Amerikaner sein und es werden auch nicht die Europäer sein. Nicht die Großkopferten dieser Welt werden die Rechnung dieser bizarren politischen Herr-Hahnen-Kämpfe bezahlen, sondern die einfachen Menschen, so wie wir halt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe aus meiner Sympathie für Russland und die russischen Menschen nie einen Hehl gemacht. Und ich habe es immer bedauert, dass es nach der deutschen Wiedervereinigung nicht zu einem engen Schulterstoß mit Russland gekommen ist. Allerdings konnte ich im Gegenzug und im Umkehrschluss die russischen Expansionspläne nie so richtig verstehen und auch nicht gutheißen. Und so wie ich das sehe, hat dieser russische Größenwahnsinn das Land, also Russland, Europa und die halbe Welt an den Rand des Abgrundes geführt. Bei uns in Deutschland heißt es immer so schön, der Klügere gibt nach. Nun, lieber Wladimir Putin, die Scheinwerfer hier werden langsam zu heiß. Nun, lieber Wladimir Putin, einen kleinen Sieg im Osten der Ukraine haben Sie ja schon errungen. Das sollte also für eine geschichtswahrende Lösung reichen. Also sind Sie so bitte klug genug und geben Sie ein kleines bisschen nach. Die armen Menschen in dieser Welt, die ja nun wirklich nichts mit diesem Konflikt zu tun haben, werden es Ihnen danken. Und das will ich vielleicht noch in Richtung Kiew sagen. Natürlich wird es einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine geben und das eher in Kürze als in der Länge. Und dieser Frieden wird ein schmutziger, vielleicht und wahrscheinlich sogar ein sehr schmutziger Frieden sein und werden. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Frieden umso schmutziger werden wird, je länger dieser Konflikt ungelöst bestehen bleibt. Deutschland, Deutschland über alles wächst mal Gras. Ist das Gras ein Stück gewachsen, frisst es einen scharfen Sack. Das war's. Zum Schluss meines Beitrages schon meine obligatorische Bitte, auch wenn Sie es nicht mehr hören können, mögen, wollen oder sowieso, aber es hat leider nicht zu ändern. Bitte besuchen Sie meinen Blog und wenn Ihnen der eine oder andere Beitrag gefällt, dann versehen Sie bitte mit einem Like und geben Sie den Link an Bekannte und Freunde weiter. Und sind Sie bitte auch so freundlich und klicken Sie die eine oder andere Anzeige meiner Werbepartner an. Ich weiß, diese Bitte haben viele Kollegen und Kolleginnen, aber meistens ist es mehr als lästig. Aber so anders können wir unsere Blogs eben nicht finanzieren. Reichtümer erwerben wir damit sowieso nicht. Ich habe mir erlaubt, am Schluss dieses Videobeitrags ein Spendenkonto einzublenden. Ich bin für jede Ihre oder Eure Zuwendung sehr dankbar und sei diese auch noch so klein. So, das lassen wir mal alles weg. Ja, da ich, das muss ich noch dazu sagen, da ich kein Mitglied einer Partei oder einer politischen Organisation bin, kann und darf ich Ihnen auch keine Spendenquittung ausstellen. Dafür kann ich Ihnen aber versichern, dass Ihre Spenden auch zu 100% Punkten bei dem richtigen Empfänger ankommen und dass ich so eben nicht bezwungen bin, irgendeine oder wie auch immer geartete Parteilinie zu vertreten. Ich kann also sagen, lieber Wladimir, wenn du Mist baust, dann baust du eben Mist. Wem es gefällt, ist gut. Wem es nicht gefällt, ist es auch gut. So. Na denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Deutschland hat ewigen Bestand, es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wiederfinden. Das war ein Auszug des Nachgedanken von Heinrich Heine. Und nochmals um Entschuldigung für den kleinen Haken zu Beginn meines Beitrages, aber heute mit diesen Scheinwerfern ist es also ein bisschen warm, draußen ist es auch. Und eigentlich ein bisschen transpirierend. Na denn, ich wünsche eine gute Nacht und bleiben Sie mir gesund.